und willkommen, liebe Heavy-Metal-Freunde und liebe Sauffreunde. Es ist wieder mal Zeit, dass ich irgendwo Alk teste und ich bin ja irgendwie so wie der Udo Lindenberg, so ein Eierlikör-Fan. Außerdem stehe ich total auf Schokolade und da bin ich irgendwie durch den Lidl gelaufen jetzt die Woche und habe das hier gefunden. Eierlikör und Kakao. Mein persönlicher Favorit, den ich liebe, den ich mir hier auch gerne mal selber mache, ist, dass ich Milch, halbe Milch, mit Eierlikör aufgieße und dann eine Schokoladenkugel, Kugel Schokoladeneis da reinkippe. Sehr, sehr geil. So, und da denke ich, kleiner Trottel natürlich, hier irgendwie so Eierlikör meets Kakao, kann ja nur eine geile Sache sein. Und mal gucken, eine Marke selber steht nicht drauf, das ist irgendwie schon ganz, eigentlich so ein Warnhinweis, wenn da keine Marke draufsteht. 14% hat das Zeug. Ich überlege gerade, Eierlikör selber hat, glaube ich, 17 oder 19. Das heißt, das sollte eigentlich irgendwie ganz potent sein. Drauf steht Kakao-Eierlikör, zart schmelzender und cremig. Also irgendwie die Schreibweise ist schon bedrohlich. Zart schmelzender und cremig. 14% ein halber Liter. Hat gekostet 4 Euro. Ist auch schon wieder ein Warnsignal. Billiges Zeug. Was steht hinten drauf? Eierlikör mit Kakao enthält Ei. Ja, vor Wärme, Feuchtigkeit, blablabla. Trinktemperatur 10 bis 12. Ja. Ja. Kommt denn das her? Also in den Niederlanden produziert. Also Niederlande ist ja schon mal erstmal nicht so verkehrt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wieder zu Is, ne? Okay. Hallo? Nee, jetzt auch nicht irgendwie. Okay. Also es macht mir jetzt ein bisschen Angst. Hallo? Kommt da was? Gott, Gott, Gott. Okay, mal gucken. Also irgendwie ist das... Ist das noch gut? Gott, das ist ja wie so ein Schleim. Okay. Mal gucken, also es ist wie flüssiger, nicht mal flüssiger Pudding. Okay. Entweder es will nicht in mich rein oder ist es irgendwie eine magische Schutzbarriere, die mich davor schützen will. Krasser Scheiß. Oh Gott. Bah. Bah. Pfui Teufel. Also Leute, dagegen war der Test mit dem Ekligen echt ein Segen. Ich weiß nicht, wonach es schmeckt, aber es ist sowohl vom Geschmack als auch Konsistenz. Boah, pfui Teufel. Boah. Also, Konsistenz. Also, wenn Pudding geil ist, dann ist das hier, dann, also damit kann die CIA foltern. Also das ist irgendwie, also wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr irgendwie, wenn ihr krank seid, ein Rotz hochwirkt. So schwabbelig ist das von der Konsistenz, nur in groß.
Und also man merkt echt, wie es, wenn man es versucht zu schlucken, den Hals runterschleimt. Boah, für Teufel, ey. Also es ist echt eklig. So, und geschmacklich? Also wenn ich mir das mische, was ich am Anfang sagte, dann habe ich da wirklich die gleichmäßig Kakao-Eierlikör durchs Eis ein bisschen sahnig. Und die Komponenten fließen toll ineinander. Hier fließt gar nichts ineinander. Das ist einfach... Also es schmeckt eigentlich nur nach Alkohol. Es schmeckt nicht nach Eierlikör. Es schmeckt nicht nach Kakao. Und es bleibt so ein ganz, ja, ranziges Aroma irgendwie im Mund über. Da möchte man sich den Mund gleich mit dem Ekligen ausspülen, damit es besser wird. Ja. Was hat der Scheiße gekostet? Ich glaube 3,99 oder 4,99? Kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Nein, Schulnote 6. Genauso wie Geschmack. Schulnote 6. Also da ist gar nichts dran. Also ganz schlimm. Okay, jetzt pass auf. Einmal nochmal zum Abschluss für euch zum Ekeln. Zum Spaß haben, dass ich mich... Oh Gott, da kommt ihr gar nicht raus. Dass ich mich für euch ekel. Boah, ich komm gar nicht raus. Oh, pfui Teufel, ey. Boah. Bäh. Nee, Leute. Also ganz ehrlich, das, was ich beim Ekligen erwartet und nicht bekommen habe, das habe ich hier gekriegt. Ganz schlimme Geschichte. Also von diesem Kakao, Eierlikör, lass die Finger. Kein schöner Ausgang für dieses Video. Trotzdem, stay heavy. Nächste Woche, euer MK. Gott, ich hoffe, ich werde nicht blind, ey.